BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Wochenlang waren die Mitarbeiter auf der Burg Hohenzollern bei Hechingen mit Schmücken und Dekorieren beschäftigt. Wenn es schon den traditionellen Weihnachtsmarkt nicht geben konnte, so sollte der Adventszauber die Besucher wenigstens für einige Stunden aus dem Alltag entführen. Doch jetzt hat Corona auch das unmöglich gemacht, zumindest live. Ein Besuch mit der Kamera allerdings ist gestattet und darum wollen wir Sie heute mitnehmen auf den festlich geschmückten Fürstenstammsitz und Ihnen den Adventszauber auf diese Weise ins Wohnzimmer bringen. Der Rundgang beginnt im Burghof, wo die Sonne gerade untergeht. Von dort geht es direkt in die Stammbaumhalle. Die Eingangshalle bildet den Auftakt zu den Festräumen und der Königswohnung des Hochschlosses. Sie ist aktuell mit goldenen Sternen behängt. Luftballons sorgen dafür, dass die Sterne auch wirklich schweben. Und wenn sie sich drehen, dann entsteht ein Lichterspiel. Der königliche Adventszauber ist eine wunderschön geschmückte Burg, ganz viel Atmosphäre, ganz viel Licht. Wir haben aus dem Porzellankeller Sachen geholt, wir haben aus dem Silberkeller Dinge geholt von Kaiser Wilhelm und den anderen Königinnen und Kaisern. Wir haben alles aufgeschmückt, eben weil wir den Weihnachtsmarkt, so wie er mal bestand, abgeschafft haben. Das haben wir uns schon im Sommer überlegt, wohl wissend, dass diese Situation etwas länger andauert. Die nächste Station beim Adventszauber ist der Grafensaal und die Kaiserhalle. Es ist der größte Raum der Burg, wo königlich gefeiert und gespeist wurde. Hier steht ein 7 Meter hoher Weihnachtsbaum, geschmückt mit rund 1500 Kugeln. Wer nach rechts schaut, sieht zwei weitere Weihnachtsbäume, wo auch schon jemand Geschenke dagelassen hat. Weiter geht es in die Bibliothek. Dort finden sich festlich beleuchtete Kronen. Dieser galerieartige Raum bildete den Auftakt zum offiziellen Zugang zu den Empfangs- und Privatgemächern des Königs. Etwas weiter findet sich dann der Salon der Königin, in dem einst Königin Augusta von Preußen wohnte und arbeitete. Natürlich, genau wie der Rest der Burg, in festlichem Glanz geschmückt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Burg zeigten sich allesamt begeistert vom Adventszauber. Leider bleibt das bunte Farbenspiel hinter verschlossenen Türen zurück. Ich glaube nicht, dass diese ganze Corona-Situation sich irgendwie sehr verändern wird, auch im nächsten Jahr nicht. Ich glaube es einfach nicht. Das wird uns noch ein bisschen erhalten bleiben. Und wir haben aber festgestellt, jetzt mit diesem Aufbau dieses Adventszaubers, dass es eigentlich genau das ist, was diese Burg sich immer gewünscht hat und was wir immer schon gebraucht haben und was auch die Besucher gefordert haben. Denn bisher war die Burg sehr voll mit Weihnachtsmarktständen und man konnte eigentlich die wirklichen Räume nicht sehen. Bleibt zu hoffen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Burg dann im Winter 2021 die Gelegenheit bekommen, den festlich geschmückten Fürstenstammsitz einer breiten Besucherschaft zu präsentieren, so wie es geplant ist. Vielleicht gibt es dann im nächsten Jahr auch noch den einen oder anderen Weihnachtsmarktstand im Burghof. Dort stehen aktuell kleine Häuschen, in denen es sich Freunde, Familien und Paare hätten bequem machen können. Es hätte das ein oder andere Glas Glühwein gegeben und die Burgmitarbeiter hätten eine Lichtshow präsentiert. Leider konnte all das wegen der Pandemie nicht stattfinden. Der Burgbetrieb geht deshalb in den kommenden Wochen und Monaten auch nicht seinen gewohnten Gang. Insofern entscheide ich selbst, die Burg dann zu schließen bis Ende April. Wir machen im Mai wieder auf. Wir ziehen all unsere Restaurierungsarbeiten nämlich nach vorne in diese Zeit der Ungewissheit und auch ein bisschen des Winterwetters und versuchen so den Sommer zu entlasten von Bauarbeiten und einfach dann ab 1. Mai wieder voll zur Verfügung zu stehen in voller Pracht und Blüte und Schönheit und wir freuen uns dann wieder auf unsere Gäste. Trotz Pandemie bleiben Sie auf der Burg also positiv und hoffen, bald wieder viele Besucher aus aller Welt begeistern zu können. Die Deutsche Polizeigewerkschaft fordert, dass Polizistinnen und Polizisten mitunter als Erste geimpft werden sollten. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Die aktuelle Impfstrategie des Landes sieht vor, zuerst vulnerable Gruppen wie Senioren zu impfen und in der nächsten Phase dann exponierte Gruppen wie Polizeibeamtinnen und Beamte. Der stellvertretende Bundes- und Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Ralf Kusterer, zeigt sich darüber allerdings irritiert. Die Polizei sei täglich den höchsten Gefahren beim direkten Kontakt mit Maskenverweigerern und Querdenkern ausgesetzt. Laut Kusterer sollte die Polizei deshalb in der ersten Priorisierungsphase berücksichtigt werden. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.